Ja, ich bin hier auf dem Polizeiparkplatz von Sofia. Hier stehen hunderte von Autos, die beschlagnahmt wurden. Und hier hinter dieser gelben Plane haben 52 Menschen eine Reise gemacht, die für 18 von ihnen tödlich endete. Euronews Witness, eine Spurensuche in Bulgarien. Stacheldraht und Wachtürme trennten während des Kalten Krieges Warschauer Pakt und NATO-Staaten, sowie hier an der Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei. Heute ist Bulgarien Mitglied in NATO und Europäischer Union. Der eiserne Vorhang wurde ersetzt durch einen modernen Grenzzaun. Er soll Migranten abhalten. Bulgarien will Mitglied des Schengen-Raums werden. Das bedeutet freier Personenverkehr an den Binnengrenzen, aber auch strenge Kontrollen der EU-Außengrenze. Doch viele Migranten schaffen es trotzdem über die grüne Grenze. Der blendend weiße Kirchturm von Stiet hilft bei der Orientierung. 40 Menschen leben heute noch in Stiet. Die Dorfbewohner treffen regelmäßig auf Migranten, die illegal die Grenze überqueren. Der 70-jährige Christo zeigt mir stolz seinen Garten. Dann erzählt er, was er vor ein paar Tagen gesehen hat. Vor 10 Jahren gab es den Zaun noch nicht. Und die grüne Grenze nach Bulgarien war fester Bestandteil der sogenannten Balkanroute. Christo erinnert sich noch gut. Seit einigen Monaten steigen die Zahlen der illegalen Grenzübertritte erneut steil an. Kapitan Andrejewo ist der größte Kontrollposten Europas. 3000 Lkw passieren hier täglich die bulgarisch-türkische Grenze. Die Europäische Union hilft Bulgarien beim Grenzmanagement. Soeben wurden erneut 200 Millionen Euro bewilligt. Laut Europaparlament und EU-Kommission ist Bulgarien fit für Schengen. Doch die Niederlande und Österreich blockierten bislang. Jetzt kommt Bewegung in die Debatte. Insider vermuten, dass Bulgarien bis Ende des Jahres Schengen-Mitglied wird. In den vergangenen Monaten kam es in Bulgarien zu mehreren schweren Zwischenfällen. Bei Verkehrskontrollen drückten Schlepper aufs Gaspedal. Mehrere Polizisten starben. Seitdem nehmen die Spannungen zu, auch in der Grenzstadt Hramanli. Die Organisation Mission Wings hilft Migranten bei juristischen und Gesundheitsproblemen. Ala und Susanna kommen aus Syrien. Beide Familien flohen vor dem Krieg zunächst in die Türkei, doch dort kippt die Stimmung. Syrer haben Angst vor Abschiebung, weshalb sie nun weiterziehen nach Europa. Susanna möchte nach Deutschland. كانوا كتير مؤذين نفسيا بالنسبة لنا لأنه كنا مضطرين نقعد بمخيمات كانت وضع المخيمات كتير صعب كان لي صديق موجود في تركيا شخص يعمل في التهريب دخلنا معا باتجاه بلغاريا قبل أن نصل إلى صوفيا بحوالي 70 كيلومتر على الاستراد الدولي أوقفنا البوليس وأخذنا إلى الكامب كان طلب منا المهرب مبلغ 4000 يورو لإيصالنا إلى صربيا ولكن عندما بقينا في بلغاريا أخذ منا 3000 يورو Hamid kommt aus dem Iran. 2 Jahre verbrachte der Physiker im berüchtigten Evin-Gefängnis. Über die Türkei floh er zu Fuß nach Bulgarien. Dort lief er Grenzschützern in die Arme. They forced me to remove my shirt until my neck and lay down on the ground. And after that, they started beating me myself. I had one stick using for walking. They started to beat me with that stick until it's broken.
Das sei kein Einzelfall, sagt die Gründerin von Mission Wings. Die Migranten vertrauen Diana und ihrem Team und erzählen von Gewalt zwischen Migranten, Gewalt durch Schlepper, Gewalt auch von Polizisten. For one year we have more than 600 people who officially share with us that they faced border violence and they had pushback experience on the border. We saw so many scars. The border police from Bulgaria beat them. These boys sent us this video that you can see how they was beaten. Ich konfrontiere den zuständigen Polizeidirektor mit den Vorwürfen. Stimmt es, dass Ihre Männer Migranten ausplündern und dann über die Grenze zurück in die Türkei prügeln? In der ersten Jahreshälfte vereitelten die Beamten 79.000 illegale Grenzübertritte, sagt Ivailo Tonchev. Aber не се упражнява такъв вид насилие спрямо мигранти. Единствено, когато се използва физическа сила и помощни средства, това е съгласно законодателството на страната. В определени случаи наистина има агресивни групи, които използват камъни, замерят колите през оградата на турска територия. Диана Димова hingegen hat noch schwerwiegendere Vorwürfe. They're not only beating the people, they're use guns against them, people who probably lost their lives. Die internationale Investigativplattform Lighthouse Reports hat Euronews dieses Video zur Verfügung gestellt. Es zeigt Migranten beim Versuch, über den Grenzzaun zu klettern. Fuck you! Fuck you! دخلت الرصاصة في عضلة اليد وخرجت من الطرف الثاني ومن ثم تحت القلب نعم هنا بالتحديد دخلت الرصاصة وبقيت في ظهري يعني لم تكن إطلاق الرصاصة عن هواء إنما أطلقها عن قصد وغايته القتل مباشرة. Tonchev war selbst in der Nähe des angeblichen Tatortes. Es habe mehrfache Untersuchungen gegeben, auch das Archivmaterial der Kameras sei ausgewertet worden. Ergebnis: kein Zwischenfall an dieser Stelle. Като хубавото в случая е, че интегрираната система за наблюдение в района, който беше посочен, беше изключително добро ниво. Във връзка с този инцидент проведох извънредна среща с турската страна в района на Къркалери, Малко Търново, и се оказа, че подобна група не е стигала до линията на границата. Zurück in der Hauptstadt Sofia treffe ich mich mit dem Vorsitzenden des bulgarischen Helsinki-Komitees. Die Menschenrechtsorganisation hat im vergangenen Jahr 5000 Fälle illegaler Rückschiebungen dokumentiert. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Welchen Rat geben Sie, Justizbehörden und Politik, frage ich. We have had cases where after the use of firearms people lost their lives. This should be investigated and prosecuted. This should never happen. We also advise politicians that there should be some lawful channels of migration. Während ich auf dem Weg zum Polizeiparkplatz am Stadtrand bin, fordert das Europaparlament in Brüssel erneut die Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengen-Raum. Doch auch der Schengen-Beitritt wird Schleusern nicht das Handwerk legen. Dieser umgebaute Holztransporter wurde zur Todesfalle. 52 Afghanen wurden in dem Versteck zusammengepfercht. 18 von ihnen starben. Камионът, който виждате, е натоварен с два броя тайници, след което вратите се затварят отвън, лицата без да имат възможност сами да излязат. Die selbstgebaute Belüftung des Verstecks funktionierte nicht. Die Menschen, darunter auch Kinder und Jugendliche, starben eines grauenhaften Todes. Недостатъкът при това изпълнение е, че не е била осигурена достатъчна циркулация на свеж въздух. Съдебно-медицинските експертизи установяват, че те са починали от недостиг на въздух и от притискане на телата им едно в друго. Според мене трябва да е завишен контрола на вход на границата.
Thank you.